Herzlich willkommen zu einem neuen Part voller schwingender Eichhörnchen und kaputten Roboter. Bei SpongeBob, Schwammkopf, Battle for Bikini Bottom und weg. Und hier ist noch Krieg zerstören. Und einmal nochmal hier rauf. Und. Der dritte Laser. Alles ist nur Energie und er feuert. Ach nee, da muss SpongeBob hin. Mit ein wenig Ellbogenschmalz aus dem Süden schafft man alles. So sieht es aus, ob der einfach nur gegen schlagen müsste, aber nee, das ist für Landtong. Eine neue Trophäe in unserem Lager. Und so hat das wieder auch noch mehr Sinn bekommen. Wie heißt du, mein Süßer? Wird noch. Verdammt, wie kommt man da ran? Ich glaube, SpongeBob kommt nicht einmal bis nach da hinten hin. Ja. Ob das wirklich nötig war, wissen wir nicht, aber. Zeit für eine kleine Schleicherei. Jouch! Man nennt mich auch Schwamminator. Autsch! Autsch! Ich mag dich nicht. Magst du mich? Das Wichtigste ist einfach nur, die großen Roboter zu besiegen. Und wir haben jetzt wieder alle Probleme wieder hier. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Genau meine Größe. So. Autsch! Jout! Erstmal nur die zwei besiegen. Und dann los. Geschafft. Wie man das ohne diesen Blasenhof schaffen soll. Keine Ahnung. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und die sind wirklich die Klüg. Ich glaube, der Meister war der Patrick Potter. Vorteil? Wir kriegen immer sehr viele glänzende Objekte. Nachteil? Ich habe keinen Bock auf euch. Wie es glänzt. Ich komme.
hier schön in den Kopf rein. Dann kann man den auch eigentlich ignorieren, aber die glänzenden Objekte, die sagen doch schon, hol uns. Und wir, die klügsten Roboter, nehmen den. Was du kannst, kann ich auch. Autsch! Das war mal wieder nichts. Wenigstens ein paar glänzende Objekte noch bekommen. Schnell weg von hier, einmal noch hier rüber, dich zerstören und dann. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Ach, schalten wir den aus und dann den Rest. Was hast du gerade zerstört? Geschenke öffnen ist klasse. Dann wollen wir mal zum nächsten Gebiet. Da kommen wir wieder zu Mrs. Puff. Und dort kommen wir zu Mr. Krabs. Hey, Mr. Krabs, was machen Sie da? Ich könnte schwören, ich hätte hier gerade noch einen goldenen Pfannenwender gesehen. Aber der scheint diese Rutsche hinunter gefallen zu sein. Die Rutsche hinunter? Vielleicht hat er sich ein Bein gebrochen. Ich muss ihn retten. Los, mein Junge, los! Rette den armen Pfannenwender! Man ist total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Autsch! Autsch! Los, SpongeBob, du hast nicht mehr viel Zeit. Tartarsoße, wie schrecklich! Nimm das! Kapaui! Autsch! Es ist nur holen kann, wenn dann nicht, wie man ihn holen soll. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Und nochmal zu Mr. Krabs. Und Schall drücken. Warum? Keine Ahnung. Wäre nicht so, dass man noch irgendwas gewonnen kriegen würde.
die Stelle drückt dich gerade mit der Socke. Mal sehen, wie viele Socken fehlen uns eigentlich noch. Bei der letzten Überprüfung waren es 4. Auf jeden Fall sind wieder alle Freunde wieder da. Da nicht hin, das ist eine Falle. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Noch ein Pfund für Patrick. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Einmal kurz aufräumen. So. Mal sehen. Fehlen tut uns eigentlich nur. Nein, wir gehen den Weg komplett. Ich werde mich jetzt nicht einfach dahin bringen lassen vom Taxi. Ich hoffe, euch gefiel wie das Fallen von SpongeBob. Nein, ich meinte eigentlich, hoffentlich gefällt euch die ganzen Rutschpassagen. Hier war es auch schon etwas mehr als sonst. Sogar auch schon auf Zeit. Wie schrecklich! So, runter mit dir. Hier freue ich euch im Kreise rum. Nein, ich freue euch nicht im Kreis. So, hoffe ich, kommt der nicht wieder. Alle Neune! Wir reisen nach oben. Und wir waren da auch schon einmal gewesen. Das bringt uns einfach nur hier hin. Habe ich doch angelogen. Ich werde mich doch mit Taxi hinbringen lassen. Haha. Dann wollen wir mal Mrs. Puff die wertvollen, einzigartigen Gemälde geben, damit sie die sicher das zum letzte Museum. Der gesuchten Kunstwerke, Mrs. Puff. Ich habe keinen leuchtenden Stein auf dem anderen gelassen. Tja nun, gut gemacht, SpongeBob. Das Museum kann jetzt endlich wieder eröffnet werden. Und hier... Also, Entschuldigung. Das wollte ich nicht überspringen. Auf jeden Fall, 2 der Gemälde waren im Museum noch drin. Pfannenwender. Dann holen wir kurz einen Snack und gehen dann fahren wieder mit dem Bus. Nein, der Bus! Bye, bye. Dann wollen wir mal sehen. Alles komplett. Dann wollen wir mal... uns einen neuen goldenen Pfannenwender holen. Vom lieben Patrick. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Und damit, da hast du vollkommen recht, Patrick. Ah!
und wollen mal schauen. Geschenke öffnen ist nächstes hin. Kabum! Richtig! Hierhin zum Sand Mountain. Und wie was schon heißt, wird hier sehr viel Ski gefahren. Der Sandberg. Meereslebewesen gehen dorthin, um einen Nachmittag voller Stürze zu genießen. Thaddäus, bin ich froh, dass du hier bist. Ich muss mir noch mal deine Zahnbürste ausleihen. Was? Du hast sie schon mal benutzt? Oh ja, schon oft. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Gut, ach, was reg ich mich auf? Ich bin sowieso ein Wrack. Ich wollte nur ein paar Entspannungsübungen machen, um mich von diesem Roboter-Chaos zu erholen. Und jetzt ist alles dahin. Wegen einer Zahnbürste? Ja, SpongeBob, wegen einer einzigen Zahnbürste. Nein, wegen diesen blöden Robotern. Sie haben die Skipisten erobert. Wie soll ich Skifahren, wenn diese hässlichen Dinger jeden verprügeln? Hör zu, SpongeBob, du musst mir helfen. Ich habe halt nicht mehr alle Murmeln beisammen, wenn ich nicht ein wenig Ruhe finde. Ich habe festgestellt, dass man seine Murmeln nicht mehr so oft verliert, wenn man sie in einen Beutel steckt. Ich habe meinen hier. Er ist wunderschön bestickt mit... Vergiss die Murmeln! Ich habe eine bessere Idee. Wenn du die Roboter am unteren Ende jeder Piste beseitigst, gebe ich dir einen dieser goldenen Pfannenwender. Tja, ich weiß nicht. Der Riesenspaß, den Murmeln machen, ist schwer zu übertrumpfen. Okay, okay. Ich gebe dir einen pro geräumter Piste. Also, das ist mal ein Angebot. Das heißt, wir haben gleich... eigentlich drei Aufgaben. Ach ja. Bin jetzt mal erstmal durchgegangen. Wir brauchen als erstes einen kaputten Sandmann. Kein Schneemann, hier unten gibt's Sandmänner. Vergessen. Da unten gibt's einen Abgrund. Mit einem Pfannwender. Autsch! Mau! Hi, Gary! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Da haben wir das gute Stück hier auch schon. Eine Vorfallstelle. Was du nicht sagst. Tja, es muss einen Weg nach oben geben. Nimm das! Das wäre, glaube ich, der Weg gewesen. Egal. Dafür für SpongeBob. Und Sandy kriegt einmal diese schwierige Aufgabe. Weil die Störung hier in diesem Spiel einfach nicht die beste ist. Trotzdem geschafft. Die 56. Und dann wollen wir auch mal gleich SpongeBob dran lassen. Das war's erst mit Sandy. Jetzt haben wir nur noch SpongeBob. Okay, weitermachen. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Kann ich nur durch Zufall entdeckt, weil warum sollten die da diese Vorebene platzieren einfach?
Hallo, mein liebster Freund auf dieser Welt. Ich habe noch einen goldenen Pfannenwender für dich gefunden. Oh, Junge, kann ich den haben? Klar, wenn du dich in diese Grube stürzt. Geht es nicht auch sicherer? Was habt ihr Leute immer mit eurer Sicherheit? Vermutlich könntest du einen Bungee-Sprung machen. Ich hab schon bezahlt. Und mit diesem Funwender beenden wir heute den Part. Euch noch einen schönen Tag und ciao. Hier gibt's 10 Socken. Oh, einen goldenen Funwender gleich.